Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Preis den Herrn, mächtigster Prophet des Herrn. Well, the Lord has spoken with me, beloved people. Nun, der Herr hat mit mir gesprochen, geliebte Leute. So the Lord Jehovah spoke with me this past night. Nun, der Herr Jehova sprach mit mir diese letzte Nacht. In a conversation regarding the condition of the church. In einer Unterhaltung bezüglich dem Zustand von der Gemeinde. And in this talk, the Lord, the God of Israel. Und in dieser Unterhaltung, der Herr, der Gott von Israel. The cornerstone of Zion. Der Grundstein von Zion. He took me to Europe and he showed me the condition of the church in Europe. Er brachte mich nach Europa und er zeigte mir den Zustand der Gemeinde in Europa. And there's so much, big need there in Europe. Und es gibt so viel großes Bedürfnis in Europa. Because he showed me, denn er zeigte mir the church across Europe and then, he focused eventually on the church in France. Die Gemeinde quer durch Europa und dann fokussierte er letztendlich auf die Gemeinde in Frankreich. And I take it that the Lord is calling me to head to France this coming year in our new calendar. Und ich nehme es, dass der Herr mich ruft, nach Frankreich zu steuern, dieses kommende neue Jahr in unserem neuen Kalender. But the church in France, I could see some African pastors there, pastors of African origin. Aber die Gemeinde in Frankreich, ich konnte einige afrikanische Pastoren dort sehen. Pastoren von afrikanischer Herkunft. And I see they're involved in church and so forth. Und ich sehe, dass sie in der Gemeinde verwickelt sind und so weiter. And, they go to a restaurant. Und sie gehen zu einem Restaurant. This is after the Lord showed me the general condition of the church and then he focused on France. Dies ist, nachdem mir der Herr den allgemeinen Zustand der Gemeinde zeigte. Und dann fokussierte er auf Frankreich. They go to restaurants. Sie gehen zu Restaurants. And one of them is lost, so he's looking for the others. Und einer von ihnen ist verloren und sucht nach den anderen. He's looking for them. Er sucht nach ihnen. The others went ahead of him to book a place in Paris. Die anderen gingen ihm voraus, um einen Platz in Paris zu buchen. In the restaurant after church. In den Restaurants nach der Kirche. After they had arrived, I see they arrived with their vehicles. Nachdem sie angekommen sind. Ich sehe ihre Ankunft, ihre Autos. And then what I see is, und dann, was ich sehe, ist, when they arrive, als sie ankommen, with the vehicles, it looks like a bus or so. Mit den Autos, es sieht aus wie ein Bus oder so. Then I see where they are passing is muddy. Dann sehe ich, wo sie vorbeigehen, dort ist es matschig. Very, very muddy. Sehr, sehr matschig. Quite muddy as they're passing, and all of you that know the way the Lord speaks. Sehr matschig, während sie vorbeigehen, und alle von euch, die wissen, die Weise, wie der Herr spricht. That is tremendous sexual sin. Dies ist enorme sexuelle Sünde. Very much sexual sin, even the road. Sehr viel sexuelle Sünde, sogar die Straßen. There's a path entering the church, and the church is quite muddy. Der Weg, der in die Gemeinde eingeht, und die Gemeinde ist ziemlich matschig. And that means the Lord is raising. This problem of sexual sin. Und dies bedeutet, dass der Herr dieses Problem der sexuellen Sünde erhebt. And then after church, a certain group of their African pastors in France. Und dann nach der Gemeinde eine bestimmte Gruppe. Sie sind afrikanische Pastoren. Yes, and they speak French. They're French. Ja, und sie sprechen Französisch. Sie sind Französisch. So the first group goes. Nun, die erste Gruppe geht. Catch a place in a restaurant, and then the other one is a bit lost. Um eine Stelle im Restaurant zu erhalten, und dann die andere ist ein bisschen verloren. And he looks for restaurant. Und er schaut nach der Toilette, nach dem Restaurant. And then they finally find the others where they were. But when they go there, they see some flies at the window, so they said, no, let us not eat here. Und dann finden sie letztendlich die anderen, wo sie waren. Aber als sie dorthin gehen, sehen sie einige Fliegen am Fenster. Dann sagen sie, nein, lasst uns nicht hier essen. And let's find another restaurant. Und lasst uns ein anderes Restaurant finden. As they come out, there's a lot of food being sold. Als sie herauskommen, gibt es sehr viele Essenssachen, die verkauft werden. But that lady, the owner of the restaurant,
Aber diese Frau, die Besitzerin von dem Restaurant. Yeah, I see one of the pastors trying to seduce her. Ich sehe einen von den Pastoren, dass er versucht, sie zu verführen. Sexually. Sexuell. So I get to see every detail, a lot of everything, until she goes in and she comes back. Nun, ich bekomme jedes Detail zu sehen, viel von jedem, bis sie hineingeht und zurückkommt. Dressed and she also realizes these pastors are interested in her. She's a white lady. Gekleidet und sie realisiert auch, dass diese Pastoren interessiert an sie sind. Sie ist eine weiße Frau. Now she goes to dress a little bit behind the rest. She comes now. Jetzt geht sie, um sich zu bekleiden, ein wenig hinter dem Restaurant, und sie kommt jetzt. And this kind of thing. So the Lord reports all this. Und diese Art von Dingen. Nun, der Herr berichtet all dies. There is need. Es gibt Bedürfnis for the church in Europe to embrace repentance. Für die Gemeinde in Europa, Buße anzunehmen. And I know that there is big need. Und ich weiß, dass es großes Bedürfnis gibt. I know that we are preparing some programs for Europe this year. Ich weiß, dass wir einige Programme für Europa vorbereiten dieses Jahr. That the Lord has spoken. Dass der Herr gesprochen hat. About the condition of the church and the pulpit. Über den Zustand der Gemeinde und der Gotteskanzel. Sexual sin is big. Sexuelle Sünde ist groß. It has held church ransom, has held them. Kidnapped the church, so she's not able to execute her mandate. Es unterdrückt die Gemeinde, erlöst zu sein, und haltet sie, entführt die Gemeinde, so dass sie nicht in der Lage ist, ihr Mandat auszuführen. In the land that so much needs the Lord. In dem Land, das so sehr den Herrn braucht. So I see the condition of the church. Nun, ich sehe den Zustand der Gemeinde. And, it's amazing because und es ist erstaunlich, weil today I saw a lot of emails. Heute sah ich viele E-Mails. I saw a lot of emails from the pastors. Ich sah viele E-Mails von den Pastoren in Europe. In Europa. I saw communication emails from Europe. Ich sah Kommunikations-E-Mails aus Europa. Asking that the Lord send his servant to Europe. Die danach fragten, dass der Herr seinen Diener nach Europa sendet, to clean up the church. Um die Gemeinde zu reinigen. Many countries have written. Viele Länder haben geschrieben. I could see them. Ich konnte sie sehen. And, und they're saying, please come and stay here. Sie sagen, bitte komm hierher und bleibe hier. For some time, many pastors want the man of God to stay there. Für einige Zeit, viele Pastoren wollen, dass der Mann Gottes geht und dort verbleibt. And do there like has happened in Kenya. Und dort so vollbringt, so wie in Kenia passierte. In many countries of Europe, across Europe. In vielen Ländern von Europa, quer durch Europa. I could see the pastors. Ich konnte die Pastoren sehen. See them writing. Ich kann sie schreiben sehen. I see their emails. Ich sehe ihre E-Mails. And even one of them was printed here today. Und sogar eine von ihnen war hier ausgedruckt heute. And those emails are saying, please come. Und diese E-Mails sagen, bitte komme. And bring the revival of righteousness. Und bringe die Erweckung der Gerechtigkeit. And holiness to our churches in Europe. The situation is bad. Und Heiligkeit zu unseren Gemeinden. Die Situation ist schrecklich. The situation is not right. The situation is very bad. Die Situation ist nicht richtig. Sie ist sehr schlecht. And so, und nun, there is a call. I know that we are busy still struggling with a calendar for the Lord. Es gibt einen Aufruf. Ich weiß, dass wir beschäftigt sind, immer noch mit dem Kalender für den Herrn kämpfen. The calendar, we have countries we're trying to fit in, and it's almost impossible. Der Kalender, wir haben Länder, die wir versuchen hineinzubringen, und es ist fast unmöglich. Because we have Mozambique, we have UK, we have Australia, Portugal, Peru. Denn wir haben Mosambik, wir haben das Vereinigte Königreich, wir haben Australien, Portugal, Peru, Spain, Italy, Spanien, Italien, French Guiana, Mexico, Französisch Guiana, Mexiko, Hong Kong, China, Brazil, the US, Hong Kong, China, Brasilien, die USA, Sweden, Germany, Schweden, Deutschland, South Korea, Botswana, Bolivia, Chile, Cameroon, Nigeria, Südkorea, Botswana, Bolivien, Chile,
Kamerun, Nigeria, Costa Rica, Angola and many, the list goes on and on. Costa Rica, Angola und viele. Die Liste geht weiter. So we are trying to feed them, but nun, wir versuchen sie hineinzubringen, aber it looks like priority will be in Europe a bit. Es sieht aus, dass Priorität in Europa ein wenig sein wird. Based on the way the Lord has spoken. Grundlegend auf die Weise, wie der Herr gesprochen hat. And even I'll fit in France. Und sogar werde ich Frankreich eingliedern. Now, the reason I'm speaking this is to call people to repentance in Europe. Jetzt, der Grund, warum ich dies spreche, ist, die Leute in Europa zur Buße aufzurufen. And all the other churches globally. Und all die anderen Gemeinden weltweit. Those who have ears, please. Diejenigen, die Ohren haben, bitte. Whose ears are spiritual. Von denen die Ohren geistlich sind. Please listen to this call. The Lord is calling the church to repentance. Bitte hört zu diesem Aufruf. Der Herr ruft die Gemeinde auf zur Buße. Repentance is always a very good thing. Buße ist immer eine sehr gute Sache. Repentance helps. Buße hilft. Repentance does bring the church back on track, back to the house of the Lord. Buße bringt die Gemeinde wieder zurück auf den Kurs, zurück zu dem Herrn. Back to the kingdom of God Almighty. Zurück zu dem Königreich von Gott, dem Allmächtigen. So it's a blessed thing to talk about repentance at this time. Nun, es ist eine gesegnete Sache, über Buße zu sprechen, zu dieser Zeit. The Lord is calling the nations to repentance. Der Herr ruft die Nationen auf zur Buße. And the church especially, that she may be able to execute the agenda of the Lord. Und die Gemeinde besonders, dass sie in der Lage ist, den Plan des Herrn auszuführen. In the land. Im Land. Now for the church in Kenya, this is the message for which I was calling. Nun, für die Gemeinde in Kenia, dies ist die Nachricht, für die ich angerufen habe. Well, you know that there is a big visitation here, even as we are struggling to fit next year. Also, ihr wisst, dass es eine große Heimsuchung hier gibt, sogar wie wir kämpfen, das nächste Jahr anzupassen. To fit the calendar for next year. Den Kalender für nächstes Jahr anzupassen. That's what we are working on now. Daran arbeiten wir jetzt. And there's a big meeting this coming week to work on the calendar for many nations. Es gibt ein großes Treffen diese kommende Woche, um an den Kalender zu arbeiten für viele Nationen. Globally, I know that celebration of Mama Rosa will take place probably around May next year. Weltweit, ich weiß, dass die Feier von Mama Rosa wahrscheinlich nächstes Jahr um Mai herum stattfinden wird. May of April. Mai oder April. Maybe April or May, and it will be a big celebration. Vielleicht April oder Mai. Und es wird große Jubelfeier sein. It will involve many pastors from many nations to come. Es involviert viele Pastoren von vielen Nationen zu kommen. That's why we pushed it quite ahead. Deswegen haben wir es ziemlich nach vorne geschoben. It's a big thing in the body of Christ. Es ist eine große Sache in dem Körper von Christus. So it has to be done as big as it is. Also muss es getan werden, so groß wie es ist. In the manner that defeats it. Auf die Weise, die es besiegt. The resurrection of a dead decomposing dead body. Die Auferstehung von einem toten, zerfallenden toten Körper. Corpse. Leiche. Smelly corpse. Riechende Leiche. Called Mama Rosa, that will take place. Genannt Mama Rosa, dies wird stattfinden. Next year, probably May or April. Nächstes Jahr wahrscheinlich Mai oder April. But for the church in Kenya. Aber für die Gemeinde in Kenia. You realize that there is a big visitation that is happening in the church right now. Ihr realisiert, dass eine große Heimsuchung gerade stattfindet in der Gemeinde. And you realize that based on the visitation that took place on November 19th, that Sunday. Und ihr realisiert, dass basierend zu der Heimsuchung, die passierte am 19. November, an jenem Sonntag, when the Lord led me to call by phone on radio, als der Herr mich dazu führte, am Telefon, im Radio anzurufen and to reach you in your respective churches and altars of worship, und euch zu erreichen in euren jeweiligen Gemeinden und Altaren der Anbetung, where you're worshiping Jehovah Elohim, wo ihr Jehovah Elohim anbetet. And you realize that this is a very big visitation, bigger than all the visitations ever. Und ihr realisiert, dass dies eine sehr große Heimsuchung ist,
größer als all die Heimsuchungen jemals. In fact, it is very shocking. Tatsächlich ist es sehr schockierend. Even the wonder. Sogar das Wunder. The wonder that surrounds the big healing. Das Wunder, welches die großen Heilungen umgibt. The Lord, der Herr, as the man of God instructed from this side, as he led me to instruct and command from this side, als der Mann Gottes von dieser Seite aus anwies, that I lift up the Lord's hand, dass ich die Hand Gottes erhebe, the hand of the Lord, and that the Lord will now touch you people physically, die Hand des Herrn, und dass der Herr jetzt euch Leute körperlich berührt. The Lord touched many people physically. Der Herr berührte viele Leute körperlich. Many people physically touched in a very stunning way. Viele Leute wurden körperlich berührt auf einer sehr erstaunlichen Weise. The wonder around the healing is astounding and shocking. Das Wunder um den Heilungen herum ist verblüffend und schockierend. I know that this is going to happen in many other nations. Ich weiß, dass dies in vielen anderen Nationen passieren wird. I know that Finland partook of that visitation, Tampere. Ich weiß, dass Finnland an dieser Heimsuchung teilnahm, Tampere. Anmarit. And many nations as I struggle to fit the calendar for next year. Und viele Nationen, während ich kämpfe, den Kalender für nächstes Jahr anzupassen. But for Kenya now, this is the instruction. Aber für Kenia jetzt, dies ist die Anweisung. Because of the enormity of the visitation that is ongoing. Wegen der Enormität der Heimsuchung, die stattfindet. Today we discovered other bigger miracles. It's amazing. Heute haben wir andere größere Wunder entdeckt. Big, very big. Groß, sehr groß. Two lunatics that are healed. Zwei Geisteskranke, die geheilt wurden. The woman with broken hip. Die Frau mit gebrochener Hüfte. Could not sit. Konnte sich nicht drehen, konnte nicht sitzen. You know, that also stood up, was late, was lying actually in church when all this was happening. Ihr wisst, sie stand auch auf, wurde hingelegt, sie lag tatsächlich in der Gemeinde, als all dies passierte. So, the church in Kenya, tomorrow your service. Nun, die Gemeinde in Kenia, morgen euer Gottesdienst. Should be focused on celebrating the visitation of the Lord. Sollte darauf fokussieren, die Heimsuchung des Herrn zu feiern. In Israel there is a hospital called Hadassah Medical Center. In Israel gibt es ein Krankenhaus, das genannt ist Hadassah Medizinzentrum. Hadassah Medical Center is very special in Israel. Hadassah Medizinzentrum ist sehr besonders in Israel. Because weil it is a top hospital, one of the best on the earth, the best in the world. Es ist ein Top-Krankenhaus, eines der besten auf der Erde, das Beste in der Welt. With top surgeons, top doctors. Mit Top-Chirurgen, mit Top-Ärzten. And as you know, they do their thing top. Und wie ihr wisst, sie tun ihre Sachen top. Top, the Lord blessed Israel. Top, der Herr segne Israel. And that hospital normally receives presidents. They treat presidents of the world. Und dieses Krankenhaus empfängt normalerweise Präsidenten. Sie behandeln Präsidenten der Welt. That's what I know about that hospital. Das ist, was ich weiß über dieses Krankenhaus. Most of them you hear they come there when you're in Israel, you hear they've been brought. Die meisten von ihnen hört man, dass sie dorthin kommen. Wenn man in Israel ist, hört man, dass sie gebracht wurden. When they need treatment, they come there. Wenn sie Behandlungen brauchen, kommen sie dorthin. Medical conditions. Gesundheitszustände. The president. That's how supreme, how high that hospital is. Die Präsidenten, dies ist wie höchst, wie hoch dieses Krankenhaus ist. Now, the visitation of the Lord that took place here. Nun, die Heimsuchungen, die hier stattfanden, was so big, waren so groß. And yet that very November the Lord did not visit Hadassah Medical Center. Und dennoch an diesem November suchte der Herr nicht das Hadassah Medizinzentrum heim. But he chose to visit Kenya in such a stunning way and of course Tampere. Aber er wählte aus, Kenia heimzusuchen in solch einer erstaunlichen Weise und natürlich Tampere. And of course there is a miracle that took place, the two healings in Maputo and Und natürlich es gab ein Wunder, das stattfand. Es gibt zwei Heilungen in Maputo und
also in Ivory Coast. Und auch in der Elfenbeinküste. But Kenya, you see the avalanche of healing. Aber Kenia, seht ihr, die Lawine der Heilungen. You have this big tumor. Ihr habt diesen großen Tumor. The size of a human head. Die Größe von einem menschlichen Kopf. That this man was carrying for 24 years. Welches dieser Mann trag für 24 Jahre. 24 years. 24 Jahre. More than 2 kilograms heavy. Mehr als 2 Kilogramm schwer. And you can imagine the doctors fear to excise it, to cut it out, because probably it would hurt him, it would bring him down. Und ihr könnt euch vorstellen, die Ärzte hatten Angst, es zu entfernen, es wegzuschneiden, denn höchstwahrscheinlich würde es ihn wehtun, es würde ihn herunterbringen. For him to carry it for that length, and that is very big when he felt the physical hand of God. Und das ist sehr groß, als er die körperliche Hand Gottes fühlte. Cut like cutting blood vessels. Schneidend, wie Blutgefäße schneidend. And cut out the tumor. Und schneidete den Tumor heraus. And then it dissolved. Und dann war er gelöst. And then Mama Lucia, the totally deaf woman, 52 years, for 52 years, totally deaf and mute. Und dann Mama Lucia, die total gehörlose Frau, 52 Jahre, für 52 Jahre, total taub und stumm. That the Lord physically slapped. Dass der Herr körperlich klatschte. God Almighty himself physically slapped her. Gott der Allmächtige klatschte sie körperlich. And slapped on the right hand side. Und klatschte auf der rechten Seite. And the ears opened from the left. Und die Ohren öffneten sich von der linken. And the Lord eventually showed me how he slapped her ear. Und der Herr zeigte mir letztendlich, wie er ihr Ohr klatschte. It was a tremendous slap. Es war ein enormer Klatsch. If I do a serious slap. Im Übrigen ein ernster Klatsch. A very, very serious slap. He showed it to me eventually. Ein sehr, sehr ernster Klatsch. Er zeigte es mir letztendlich. The day they were celebrating real time. Sie feierten wirklich. Er zeigte mir, wie er sie berührte. It was unbelievable to watch. It was very shocking and fearful. Es war unglaublich zu beobachten. Es war sehr schockierend und furchtsam. Then we have Mama Consolata. Dann haben wir Mama Consolata. Who had a severe spinal cord injury with a broken back. Die eine ernsthafte Wirbelsäulenverletzung hatte mit einem gebrochenen Rücken. She could not even sit. Sie konnte nicht einmal sitzen. She could, on bed, she could not even turn herself. Sie konnte sich nicht einmal bewegen. She used to be washed in bed. Sie wurde im Bett gewaschen. Hospitals had given up on her. She was at home. Krankenhäuser haben sie aufgegeben. Sie war zu Hause. She was even being fed. All the hands, also all of them, were totally dead. Sie wurde sogar gefüttert. All die Hände auch, alle von ihnen, waren total tot. And then that one also stood up. The testimony was here today. Und dann diese stand auch auf. Das Zeugnis war hier heute. And then you also have Pastor Nancy. Und dann hat man auch Pastor Nancy. Pastor Nancy from Oferia, Naivasha. Pastor Nancy von Oferia, Naivasha. Who had a tumor and the Lord physically with two fingers crushed the tumor, crushed. That one, the man of God even talked. I talked about that prophecy the day of the healing service was happening, towards the end of it. Die einen Tumor hatte und der Herr körperlich mit zwei Fingern zerdrückte den Tumor. Zerdrückte diesen. Der Mann Gottes sprach sogar. Ich sprach über diese Prophezeiung. Reise und ihr fahrt. Und der Herr löste einen Tumor auf und er wich. And then Ronald, und dann Ronald, whose leg was broken in several pieces, dessen Bein in mehrere Teile gebrochen war. And the Lord literally welded. Und der Herr wortwörtlich verschweißte. He felt electric welding on the leg and er fühlte elektrisches Schweißen am Bein. He got up and walked away until this day. Und er stand auf und ging weg bis zu diesem Tag. Welded it, instant healing. Verschweißte es, sofortige Heilung. Or Tiambo, who fell from the third floor. Oder Tiambo, der von dem dritten Stockwerk fiel. In a construction site. At a construction site, he fell from the third floor and the Lord broke into pieces. In einer Baustelle, auf einer Baustelle, fiel er vom dritten Stock.
And it was very bad. Und es war sehr schrecklich. That refused to heal. Es wurde abgelehnt zu heilen. And now you saw how instant. Und jetzt seht ihr, wie sofort. How instantly the wound dried up and the leg. If you look at the healed leg. Wie sofort die Wunde trocknete und das Bein. Und das Bein, wenn man sich das trockene, das geheilte Bein anschaut. You almost think it's a bolted metal at a joint. Man denkt fast, dass es ein fettes, dickes Metall am Knochen ist. The Lord did a tremendous job there. Der Herr tat ein enormes Werk dort. The baby with a weak neck, baby Joshua. Das Baby mit dem schwachen Genick, Baby Joshua. And the head was falling from Kericho. The head kept falling. Und der Kopf fiel von Kericho. Der Kopf wurde gehalten vom Fallen. You know, the neck was weak, so the head would fall towards the ground like this when they were trying to sit the baby. Ihr wisst, das Genick war schwach, also würde das Genick in Richtung Boden fallen. So etwa, als sie das Baby versuchten zu suchen. And I'm not sure that the baby even sat. I think it was not sitting. Und ich bin nicht sicher, ob das Baby sogar saß. Ich denke, es saß nicht. And they had come, the mother had come to church for the first time. Und sie kamen, die Mutter kam zur Gemeinde zum ersten Mal. Then, as the man of God lifted his left prophetic hand, dann, als der Mann Gottes seine linke prophetische Hand erhebte, erhebte er und dann heilte der Herr das Baby. Sofort, es ist eine große Feier, die gerade stattfindet. The man from Mosocho, der Mann aus Mosocho, who had a dead leg, der ein totes Bein hatte, the nerves were all dead. Die Nerven waren alle tot. The nerves had died. Die Nerven sind gestorben. And then the Lord instantly touched him. Und dann berührte der Herr ihn sofort. And it's amazing. Put life back to that leg. Und es ist erstaunlich, er brachte das Leben zurück zu diesem Bein. And now it's normal. He's walking. It's a big story. Und jetzt ist es normal, er kann gehen. And then Dorcas Chepchumba, a teacher. Und dann Dorcas Chepchumba, eine Lehrerin. I think from Etern, I don't know exactly, but it looks like from Etern, who had a loose bladder. Sie hatte eine schlaffe Blase. Urine incontinence. Urininkontinenz. And the sphincters were totally loose. Total schlaff. So for her it was severe form of incontinence because the urine was simply flowing. Nun für sie war es eine schwere Form von Inkontinenz, denn der Urin floss einfach. And she is a teacher. And every time she would teach in a classroom. Und sie ist eine Lehrerin. Und jedes Mal, wenn sie im Klassenzimmer lehrt, she has to, when she finishes, sie muss, wenn sie beendet, she gets the children out of the class, she starts to wash the classroom. Sie bringt die Kinder aus dem Klassenzimmer heraus und fängt an, das Klassenzimmer zu reinigen. It was that bad. It was just flowing down her leg. Es war so schlimm. Es floss einfach an ihren Beinen hinunter. And then the Lord touched her that instant and healed her. Und dann berührte der Herr sie so plötzlich und heilte sie. Which is a very big thing the Lord did. Es ist eine sehr große Sache, die der Herr tat. And then at the same time many other cases including the blind, totally blind. Und dann zur selben Zeit viele andere Fälle, insbesondere die Blinden, die komplett Blinden. From Hisiolo baby. Vom Hisiolo Baby. This baby was. Dieses Baby war. And when again, the Lord commanded me to lift up his left, my left prophetic hand. Als nochmals der Herr mir befohl, seine linke, meine linke prophetische Hand zu erheben. Then the baby's eyes popped open. He began grabbing things and crawling to anything he was seeing. That's how the mother who was standing from afar. Dann öffneten sich die Augen des Babys. Er fing an, Dinge zu greifen und krabbelte, machte alles, was er sehen konnte. Die Mutter stand weit weg und realisierte, dass sich die Augen von dem Baby geöffnet hatten. Ein großes Erstaunen und Wunder. And a great shock beheld the church. Und ein großer Schock erblickte die Gemeinde. And then the crippled baby from Vihiga that was totally crippled for 2 years and 4 months. Und dann das Krüppelbaby von Vihiga, welches komplett verkrüppelt war für 3 Jahre und 4 Monate.
that also stood up is now being celebrated. The lunatics, there are many of them that are now normal, they are now back home. Das auch Aufstand wird jetzt gefeiert, die Geisteskranken. Sie sind viele von ihnen, die jetzt normal sind und zurück zu Hause sind. And they are now narrating their story. Und sie erzählen jetzt ihre Geschichte. So there are so many, there are more than 400 cases as we speak. Und nun, es gibt so viele, es gibt mehr als 400 Fälle, während wir sprechen. 400 cases. 400 Fälle. There were 300 last week. There are more than 400 cases plus. Some we've not reached. Sie waren 300 letzte Woche. Sie sind mehr als 400 Fälle plus. Einige haben wir nicht erreicht. Of major, major, major visitation. Von großer, großer, großer Heimsuchung. Major healing. Großer Heilung. So this is indeed bigger than meningitis. Nun, dies ist tatsächlich größer als Menengai. Bigger than the previous healing services. Größer als die vorherigen Heilungsgottesdienste, that have taken place. Die stattgefunden haben. This is the biggest visitation ever in the history of the church. Dies ist die größte Heimsuchung jemals in der Geschichte der Gemeinde. This visitation. Diese Heimsuchung. And that's why I am speaking with you, Kenya. Und deswegen spreche ich mit euch, Kenia. The message has been preached on this radio globally. Die Nachricht wurde gepredigt auf diesem Radio global. And so tomorrow, und nun morgen, everything has to change. All programs must be focused on celebrating the healings of the Lord. Alles muss geändert werden. Alle Programme müssen sich fokussieren auf das Feiern der Heilungen des Herrn. Again, like I said, he did not visit. Nochmals, wie ich sagte, er besuchte nicht Hadassah Medical Center in Israel. Hadassah Medizinzentrum in Israel. And he will visit them eventually, but for now he has not visited them. Und er wird sie letztendlich besuchen, aber für jetzt hat er sie nicht besucht. That happened here. Hier ist es passiert. Those whose backs were broken are still broken. Diejenigen, deren Rücken kaputt ist, ihr Rücken ist noch kaputt. Yeah, the Hadassah Medical Center. Im Hadassah Medizinzentrum. And so that's why it's very important. Und nun deswegen ist es sehr wichtig, that the church in Kenya realized, dass die Gemeinde in Kenia realisiert, that the greatest visitation of all time, dass die größte Heimsuchung der ganzen Zeit is taking place in the land. Im Land passiert. And considering, und wenn man beachtet, that the Lord did not allow me even to step out, dass der Herr mir nicht einmal erlaubt hatte, sogar herauszutreten, to step out of where I am, herauszutreten von dort, wo ich bin, to step out even at the door, herauszutreten sogar aus der Tür, just from where I am and all that distance, and the Lord did such mighty work. Nur von dort, wo ich bin und all diese Distanz. Und der Herr vollbrachte solche mächtigen Werke. And physically touched many people, physically touched them. Und berührte körperlich viele Leute. Berührte sie körperlich. Many, many stunning healings. Viele, viele erstaunliche Heilungen. Coming to more than 400, the biggest healing service ever. Kommt zu mehr als 400. Der größte Heilungsgottesdienst jemals. This one of November 19th. 2017. Dieser vom 19. November 2017. And that's why tomorrow all the programs in all the churches must change. Und deswegen morgen all die Programme in all den Gemeinden müssen sich ändern. And conform and obey and submit. Und übereinstimmen und folgen und sich fügen. To this visitation. Zu dieser Heimsuchung. The reason the Lord brings this visitation to you. Der Grund, warum der Herr diese Heimsuchung zu euch bringt, is that he may change your program, ist, sodass er eure Programme verändert. That he may conform your programs now to the hour, to the visitation of the hour. Sodass er eure Programme zu der Stunde, zu der Heimsuchung der Stunde jetzt übereinstimmt. God the Father is visiting the land and the house of the Lord. Gott der Vater sucht das Land heim und das Haus des Herrn. And so everything has to submit unvitation. Und nun alles muss sich fügen. And that's why tomorrow the program will run. I know Bishop Joanne has arranged a program. We cannot finish all tomorrow, so it has to spill into next Sunday. Und deswegen werden die Programme morgen laufen. Ich weiß, Senior Bischofin Joanne hat ein Programm arrangiert.
Wir können nicht alle morgen beenden, also muss es bis nächsten Sonntag ausgebreitet werden. You may have been planning to preach your messages. Ihr habt vielleicht geplant, eure Botschaften zu predigen. Und so weiter, denn ich weiß, diese Woche, diese letzten Wochen, habe ich Botschaften hier gegeben, that you now will build on and preach powerful series. Auf denen ihr jetzt baut und mächtige Serien predigt. Tremendous series. Enorme Serien. I also heard people from China. Ich habe auch gehört, Leute aus China. Meine Tochter, Pastor Paula Luis, tut sehr gut dort. Sie sind alle dort eingeschaltet. Or they're partaking of this, you know? Oder sie nehmen an diesem teil, wisst ihr? As they wait for the visitation in Hong Kong. Während sie auf die Heimsuchung in Hongkong warten. But anyhow, aber jedoch, as far as China and many places, soweit wie China und viele Orte, this message has been heard. Diese Botschaft wurde gehört. And so, I know that you are preparing to do your now series. Ich weiß, dass ihr euch vorbereitet, um jetzt eure Serien zu tun. Sie aufzubauen, sie in Teile zu bringen und dies zu tun. But tomorrow has to be dedicated to celebration, beloved people. Aber morgen muss der Feier gewidmet werden, geliebte Leute. It would be a mistake if we did not. Es wäre ein Fehler, wenn wir es nicht tun. Because he again, like I said, he did not Hadassah Medical Center. But he visited here. Denn er, wieder, wie ich sagte, er suchte nicht heim, das Hadassah Medizinzentrum. Er suchte hier heim. So tomorrow the program is such that, nun, morgen ist das Programm solches, das in the morning, right from morning, am Morgen, direkt vom Morgen, the radio program cannot manage. Das Radioprogramm kann es nicht handhaben. They are trying to fit it in, it has to spill into three or four more weekends, you know. Sie versuchen es anzupassen. Es muss in 3 oder 4 Wochen mehr ausgebreitet werden. However, from tomorrow, right from the beginning in the morning, jedoch von morgen, direkt von Beginn, am Morgen, all altars will tune in onto the radio station. Alle Altare werden einschalten zu der Radiostation, the voice of the Lord speaks all the time, wo die Stimme des Herrn spricht, alle Zeit. And then, und dann, that all the members of your churches, even those that were busy on safari and traveling and going where these that did not partake of the conversation on radio, dass alle Mitglieder eurer Gemeinden, sogar diejenigen, die beschäftigt sind oder auf Reise und verreisen und wo auch hingehen, die nicht teilgenommen hatten an der Unterhaltung im Radio, and all these celebrations, und all die Feiern, they too may be brought on board. Sie auch mögen an Bord gebracht werden. I was handling an issue with the Nairobi church this past week. Ich habe ein Problem mit der Nairobi-Gemeinde diese letzte Woche gehandhabt. Then met their leadership and then I realized some of them majority. Mit der Leiterschaft und dann realisierte ich einige von ihnen die Mehrheit. It was a bad situation. Es war eine große, es war eine schlechte Situation. So it's important. Nun, es ist wichtig, order everything grind to a halt and everybody tune to Jesus is Lord Radio. Morgen alles und jeder schaltet ein auf Jesus ist Lord Radio. And partake of the tremendous visitation of our time. Und nimmt teil an der enormen Heimsuchung unserer Zeit. And the radio station, I am told, und die Radiostation, mir wurde gesagt, I've already designed a program moving from one altar to the next. Ich habe bereits ein Programm designt, welches von einem Altar zu dem nächsten sich bewegt. In order that we may give glory to Jesus. Damit wir Ehre zu Jesus geben. In order that in the process, damit wir im Ablauf, we may give glory to God the Father that sent him. Ehre zu Gott, dem Vater geben, der ihn gesandt hatte. The one who is our healer. Derjenige, der unser Heiler ist. In order that we may give glory to God, the Holy Spirit. Damit wir Ehre zu Gott, dem Heiligen Geist geben. That is now executing this agenda, this tremendous agenda of God.
der jetzt diesen enormen Plan ausführt, diesen enormen Plan Gottes. This is now what defines our time and defines the revival. Dies ist jetzt, was unsere Zeit definiert und die Erweckung definiert. Just a few cases I've mentioned, you can see how stunning they are. Nur einige Fälle habe ich erwähnt und ihr könnt sehen, wie erstaunlich sie sind. A big tumor the size of a human head. Ein großer Tumor, die Größe von einem menschlichen Kopf. More than 2 kilograms. Mehr als 2 Kilo. He carried for 24 years. Die er für 24 Jahre getragen hatte. The doctor feared to cut it. Die Ärzte hatten Angst, es zu schneiden. Mama Lucia. Mama Lucia. Deaf and mute, totally deaf mute for 52 years. Taub und stumm. Total taub und stumm für 52 Jahre. People went to school. Die Leute gingen zur Schule. People went to school. Leute gingen zur Schule. Got work. Her age mates. Haben Arbeit bekommen. Ihre Gleichaltrigen. And then they went to work. They came back and retired and found us still deaf. Und dann gingen sie zur Arbeit und sie kamen zurück und gingen in Rente und fanden sie immer noch taub an. Only on the 9th. Nur am 19. Now she's talking, the tongue is loosened, she can hear, the ear is sensitive. Jetzt kann sie sprechen, die Zunge hat sich gelockert. Sie kann hören, das Ohr ist sensibel. Big thing, the Lord slapped. Große Dinge, der Herr klatschte. Demonizing. Entmenschlichend. Where now your son has to wash you as a woman. Wo jetzt dein Sohn dich als Frau waschen muss. How dehumanizing. Wie entmenschlichend. Many, many cases are mentioned here. Viele, viele Fälle habe ich hier genannt. The baby with the weak neck. Das Baby mit dem schwachen Genick. The baby. Das Baby. The man in Mosocho with a dead leg. Dead, totally dead, not dead. Der Mann in Mosocho mit einem toten Bein. Tot, total tot, tot. I think it was going to be amputated. Ich denke, es sollte amputiert werden. And all these, there are more than 400 cases. Und all dies, es gibt mehr als 400 Fälle. Of big cases, lunatics, name it. Von großen Fällen, Geisteskranken, nennt es. So that's why tomorrow the program begins in the morning. Nun deswegen morgen fängt das Programm am Morgen an. At 9 o'clock. Um 9 Uhr. From the altar. So if you're doing your housekeeping. Vom Altar aus. Das bedeutet, wenn ihr eure Organisation tut. Your normal church programs, they run between 7 o'clock and 9 o'clock. Eure normalen Gemeindeprogramme, sie werden laufen von 7 bis 9 Uhr. 9 o'clock sharp. 9 Uhr pünktlich. You all tune to Jesus is Lord Radio. Schaltet ihr alle ein auf Jesus is Lord Radio. Let us celebrate the biggest visitation of all time. Lasst uns die größte Heimsuchung aller Zeit feiern. I know that right now I'm busy with the team this coming week again. Ich weiß, dass ich jetzt gerade beschäftigt bin mit dem Team wieder diese kommende Woche. Work trying to fit in the calendar for next year. Um den Kalender für nächstes Jahr anzupassen. And it's unbelievable the calendar of next year. Und es ist unglaublich, der Kalender vom nächsten Jahr. It's going to spill into 20, maybe 2020. Es wird sich ausbreiten von 20 vielleicht 2020, to spread it out. Um es auszubreiten. Because we are also trying to make sure that, denn wir versuchen auch zu versichern, dass we improve on the quality of the meetings the pastors abroad do. Wir die Qualität der Treffen verbessern, die die Pastoren im Ausland tun. So that we space it out probably a month after each meeting. So dass wir es sperren, wahrscheinlich ein Monat nach jedem Treffen. We work with them, maybe send a team in advance. Wir arbeiten mit ihnen. Vielleicht senden wir ein Team im Voraus, to help them to put together, um ihnen zu helfen, um zusammenzustellen, the revival, so that they may reach this level before the Messiah comes. Die Erweckung, so dass sie diese Stufe erreichen, bevor der Messias kommt. So Kenya, I wish you wonderful celebrations, even globally those who will tune in. Also Kenya, ich wünsche euch wundervolle Feiern, sogar weltweit, die einschalten werden. This is the greatest visitation of our time. We cannot be blind to it. We can't be deaf to it. Dies ist die größte Heimsuchung aller Zeiten. Wir können nicht blind dafür sein, taub dafür sein. So we need to turn in and tune in to this visitation as the main service tomorrow after where we can. Nun, wir müssen einreichen und einschalten
zu dieser Heimsuchung als den Hauptgottesdienst morgen, bis dorthin, wie wir können, that we may celebrate the visitation of Jehovah our God. Sodass wir die Heimsuchung von Jehovah, unseren Gott, feiern. I'm so blessed that the Lord has brought the church to this place. Ich bin so gesegnet, dass der Herr die Gemeinde zu dieser Stelle gebracht hat. Even communicating to the church. Sogar zu der Gemeinde kommuniziert. On the fundamentals on Christian salvation, the basics. Über die Grundlagen der christlichen Errettung, die Grundzüge. The walk in the narrow way. Das Gehen auf dem engen Weg. The purifying your salvation, the rebuilding the walls, the broken walls. Das Reinigen deiner Errettung, das Wiederherstellen der Mauern, der gebrochenen Mauern, that are porous, porosity, die porös sind, Durchlässigkeit in Christian salvation, in christlicher Errettung, and building a salvation on the foundation of the rock, und die Errettung zu bauen auf dem Fundament von dem Fels. These are the basics of salvation, beloved people. Dies sind die Grundlagen der Errettung, geliebte Leute. And as he does this, look at the stunning visitation. Und als er dies tut, betrachtet die erstaunliche Heimsuchung. So I wish you a wonderful celebration tomorrow, Kenya. Nun, ich wünsche euch eine wundervolle Feier morgen, Kenia. Tomorrow the service, 7 o'clock to 9 o'clock is your church program. Morgen der Gottesdienst von 7 bis 9 Uhr ist euer Gemeindeprogramm. But after 9, immediately 9 sharp. Aber nach 9 Uhr. Sofort 9 Uhr pünktlich. Everybody tuned in. Ist jeder eingeschaltet. So that we might partake of the visitation of the Lord. Sodass wir an der Heimsuchung des Herrn teilnehmen. I spoke to the church in Nairobi, some of the leadership. Ich sprach zu der Gemeinde in Nairobi von einigen aus der Leiterschaft. And I realized this is important. Und ich realisierte, dies ist wichtig. And not only that, for the sake of he that has visited you. Und nicht nur deswegen, zuliebe dem, der euch besucht hat, sodass ihr ihn würdigt, sodass ihr den Weg behaltet, die Portale, die zum Himmel offen sind in diesem Land. Denn nächstes Jahr wahrscheinlich haben wir sehr wenige Treffen in Kenia. Except for Mama Rosa. Außer für Mama Rosa. Maybe May or April. Vielleicht Mai oder April. However, tomorrow is a grand celebration. Jedoch, morgen ist eine große Feier. Going on throughout, and I think after every testimony, and they are very long, they are very big, they will run full course. Passiert durchgehend, und ich denke nach jedem Heilungszeugnis. Und sie sind sehr lang, sie sind sehr groß. Sie werden vollen Kurs laufen. After every testimony, maybe there will be a short break of two worship songs. Nach jedem Heilungszeugnis, vielleicht wird es eine kurze Pause geben von 2 Anbetungsliedern. And then go to the next testimony. Und dann geht es zu dem nächsten Heilungszeugnis. Probably tomorrow they can cover only 10, but more than 400 stunning testimonies. Wahrscheinlich können sie morgen nur 10 behandeln. Aber mehr als 400 erstaunliche Heilungszeugnisse. Blind, you know, crippled totally. Blind, wisst ihr, komplett verkrüppelt. Totally deaf, you know, a tumor that sizes overhead. Total taub, wisst ihr, ein Tumor, der die Größe hat von einem Kopf. Or instantly dissolved. Sofort erlöscht. People that there's a lady who had a spine disease, meningitis, I think. Es gibt eine Frau, die eine Krankheit hatte. Ich denke Meningitis. Ernste Meningitis. The doctors had even given up from 10 weeks level 6 hospital, one of the top mission hospitals here. Die Ärzte gaben ihr sogar vom Niveau 10 das Niveau 6 Krankenhaus. Einer der Top Missions Krankenhäuser hier. And so she had these permanent effects of meningitis. Also hatte sie diese permanenten Effekte von Meningitis. So now, also nun, she was returned home. There's nothing. She's a lunatic. She became lunatic. Sie wurde nach Hause gebracht. Sie ist eine Geisteskranke. Sie wurde zur Geisteskranken. The bacteria attacked the membrane that covers the brain and the spinal cord, as you know. Die Bakterien attackierten das Membran, welches das Gehirn und die Wirbelsäule bedeckt, wie ihr wisst. And so even the place where the acupuncture had been done, where they punched to
take the fluid in their test. Und nun sogar die Stelle, wo Akupunktur vollzogen werden muss, wo sie stechen, um die Flüssigkeit abzunehmen, in ihrem Test. So she felt a heavy physical hand. She was a lunatic. Nun, sie fühlte eine schwere Hand. Sie war eine Geisteskranke. She used to tie her kid. Sie hat ihr Kind festgebunden. Like one size goat. Wie eine einheitsgroße Ziege. Or what? She was biting people. She was oder war sie biss Leute? Fighting. She was doing that. Sie kämpfte, sie tat dies. Even in church, at that time when the man of God was praying, she was attempting to go out, she was being restrained. Sogar in der Gemeinde zu dieser Zeit, als der Mann Gottes betete, ging sie hinaus, sie wurde zurückgehalten. And then, und dann a very big, heavy physical hand, eine sehr große körperliche Hand touched her back, berührte ihren Rücken at the exact spot where the acupuncture had been done. An der exakten Stelle, wo die Akupunktur getan wurde. And when that happened, und als dies passierte, instantly the Lord touched it. She's not an usher. Berührte der Herr sofort. Sie ist keine Platzanweiserin. Had pushed her. She looked back. There was nobody. Keiner schob sie. Als sie zurückschaute, gab es niemanden. That's the moment the Lord healed her. It's a big celebration. Dies ist der Moment, als der Herr sie heilte. Es ist eine große Feier. Even the doctors from the hospital came there. Sogar die Ärzte vom Krankenhaus kamen dorthin. The physicians, the clinical officers that attended her. Die Mediziner, die Beamten der Klinik, die sie betreuten. They came to witness how the Lord had turned her around and healed her. Sie kamen, um zu erleben, wie der Herr sie umdrehte und sie geheilt hat. What medically was considered permanent effect of bacterial meningitis. Was medizinisch getan wurde, der permanente Effekt von dem Bakterium Meningitis. So we have big testimonies. Nun, wir haben große Heilungszeugnisse to be celebrated within your communities. Zu feiern innerhalb eurer Gemeinschaften. I wish you a wonderful celebration. The Messiah is coming. Ich wünsche euch eine wundervolle Feier. Der Messias kommt. Shalom, Todah.